So, und damit herzlich willkommen zurück zu Railroads Online. Nochmal fix speichern. Gut, dass ihr mich daran erinnert. 21 ist das heute, ne? Eieieiei. Ja, ich habe eine Idee, bevor ich hier anfange, jetzt weiter rumzufuchteln. Wir holen uns jetzt die nächsten Wagen. Es ist Montag und ich hatte heute wirklich einen Montag auf der Arbeit. Also so einen richtigen Montag, ne? So einen Montag der Montage. Von daher würde ich sagen, wir fokussieren uns jetzt für diesen Teil erstmal darauf, noch ein paar Wagen zu kaufen. Wir versuchen mal mit der Eureka 26 Wagen durch die Gegend zu ziehen. Ich rechne dann noch mal kurz aus, wie schwer das Ganze dann ist. Es wären diese Wagen, also 8800. Noch mal kurz den Rechner rausgeholt. Und da ist er auch schon, 8800 mal 9, also 79.000 geteilt durch 2,2. Bedeutet, wir bekommen 36 Tonnen Zuggewicht dazu. 36 und bei der Fracht müssen wir dann gleich mal gucken. So, auch du bekommst natürlich die Nummer 1. Und wie nenne ich dich? Runge, ne? Für Rungenwagen. Oder wir nennen dich Rungen. So. Das kann ich kopieren. Oh. Ups. Nee, Moment. So. Wunderbar. Dann holen wir davon doch eins. Und da drüben steht er schon. Sehr gut. Didi. So, Rungen. Drei. Ne, der hier. Vier. Haben wir schon wieder einen Tausender durch die Tür. Kriegen wir gleich rein. Fünf. Und die 6 sollten wir wohl auch noch reinkriegen. Zack, sehr gut. Habe ich jetzt das Stück hier noch funktionsfähig? Ja, habe ich gut. Dann mache ich jetzt wieder Folgendes. Ich fuckle ein bisschen. Höre ich aber auch auf, sobald hier alles läuft. Ich gucke nur leider gerade auf die Uhr. Das soll jetzt nicht mehr ganz so lange hier gehen heute. Also was heißt nicht mehr ganz so lang? Wir werden das auf jeden Fall noch fertig machen. Ich muss ja morgen auch wieder früh raus. So, aufgleisen, die Nummer 1. Ich springe mal hier über alles drüber. Da ist sie. Die Bremse nach hinten gedreht, warum auch immer. Jetzt hat er sie wieder nach vorne. Jetzt hat er sie natürlich wieder nach hinten gedreht. Nee, Kollege, ich will die aber vorne haben. Nein, komm wieder hier hin. Nein, komm hier hin. Hat er die Bremse da nach vorne? Jetzt hat er sie da, wo sie hingehört. Sehr gut. So. Ist auch die Nummer 1? Ist die Nummer 1. Dann kann ich nämlich mit der Lok gleich hier links dran vorbei und die Dinger anhängen. Ich würde die direkt hinter die Lok packen. Denn ich muss die Rungenwagen als erstes beladen. Und dann einen Berg hoch. Und wenn man einen Berg hochfährt und hat volle Wagen an einem leeren Zug, ist das immer ganz schlecht in den Kurven. Dann können die vollen Wagen die leeren aus der Kurve ziehen. Das wollen wir nicht. Oh, nicht abreißen. Und da wir hier gerade auf realistisch spielen, kann ich mir sogar vorstellen, dass sowas passieren kann. Wollen wir natürlich nicht. Wollen wir verhindern. Wir wollen nicht, dass uns die Wagen aus der Kurve rausziehen. Also, vollen Wagen nach vorne. Und wenn wir das haben, haben wir an den vollen Wagen nur noch leere hinten dran und die sollten nie so viel Kraft haben können. Ah, komm schon. Nein, komm hier hin. Wo hast du deine Bremse? Da hast du deine Bremse. Sehr gut. Die sollten dann nie so viel Kraft haben können, die leeren Wagen.
um die vollen komplett aus der Kurve zu ziehen. Es sei denn natürlich, wir haben so viele leere Wagen hinten dran, dass die natürlich so viel Gewicht aufbringen. Dann ist das immer eine ganz schlechte Sache. Hoffe ich aber jetzt nicht. Ich bin da positiv gestimmt. 1 und 2 haben wir. Wir schnappen uns die 3. Aufgleisen. Komm mit. Dann haben wir vor allem so die drei Grunddinger, haben wir dann schon mal. Dann können wir uns demnächst wieder auf Schienenbau fokussieren. Da gibt es ja doch einiges zu tun. Heißt, als nächstes kommen wir mal wieder von der Eisenschmelze. Schon wieder. Na, die Strecke dürfte uns ja auch immer einfacher fallen. Komm, noch ein Stück. Willst du nicht? Warum willst du nicht? Ach, dann bleib halt da. Ah, wird schon. Wird schon. Kriegen wir doch alles hin. Haben wir ja immer geschafft. Dann schaffen wir das jetzt auch. Die 4. Ich habe gerade gesehen, wir hatten über 5000 Geld. Wenn wir jetzt hier fertig sind, haben wir wieder 2 oder 3000. Na, dafür haben wir noch mehr Wagen. Und wenn wir dann nochmal mit dem ganzen Zug unterwegs sind, gibt es bestimmt auch noch mehr Geld. Oh, das sieht gut aus. Nein, er hat das Ding wieder hinten. Ah, komm. Und wieder hier rüber. Los. Nein, du sollst die Bremse hier rüber tun. Aha. Bedankt. Wenn ich die Bremse alle nach vorne haben. So, dann fangen wir an, Weichen zu versetzen. Jo, machen wir. Versetzen hier den ganzen Abstellbereich. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall müssen wir ja. Müssen wir ja hinkriegen. Hilft ja nichts. Aber dann haben wir es schön. Dann haben wir es schön und funktional. Das ist ja auch wirklich viel wert. Also ich mag ja funktional. Funktionale Sachen finde ich sehr, sehr gut. Sogar, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn die dann aber auch noch schick aussehen zu ihrer Funktion, ja, dann bin ich richtig zufrieden. Dann bin ich einfach nur zufrieden. Gibt es ja auch ab und zu. So, Nummer 5. Oh, Nummer 5 lebt. Ne, Nummer 5 lebt nicht. Sehr gut. Wäre auch ein bisschen komisch, aber kann ja auch mal vorkommen. Jetzt aber Nummer 6 und dann machen wir noch 3. Ne? Wir haben ja von den Rungenwagen, wie gesagt, machen wir immer 9, damit wir gleichmäßig viel abholen können. Dann können wir Bretter abholen und können dann auch Balken gleichmäßig abholen. Wobei ich jetzt gelesen habe, ist inzwischen egal. Aber ich würde das trotzdem ganz gern so beibehalten. Für die Eisenerzmine und sowas braucht man sowieso immer gleiche Mengen. Dann können wir das auch direkt von Anfang an über die Wagen regeln. So, 6 Fahrzeuge. Nummer 7. Zack. Bestellen. Dann die Nummer 8. Und die Nummer 9. Füllt sich aber langsam unser Wagenpark. Finde ich auch immer gut. Freut mich. So. Auf geht's. Da haben wir jetzt 6 haben wir da stehen. Das ist 8, 9, dann brauchen wir die 7. Auch natürlich alles schön in der Reihenfolge, ne? Ist klar. Muss ja, soll ja auch richtig. Also muss schon ein bisschen sein. Das muss schon ein bisschen alles sein. Heb. Oh, das könnte sogar noch knapp werden hier. Diesmal war, glaube ich, sogar wirklich, das könnte knapp werden mit den 9. Dann stellen wir den zur Not einfach da ab. Die lege ich schon mal fix um. 8. Und auf geht's. Na los, Nummer 8.
Komm schon, noch ein Stück. Eher so, nö. Bleib jetzt hier. Na dann bleib halt hier. Vielleicht krieg ich die 9 wenigstens günstig noch dahinter gesetzt. Oder wir setzen unsere Lok erstmal um. Wir setzen unsere Lok erstmal um. Neun ja direkt hier hinstellen. Auch mit der Bremse nach vorne. Jo. Na, ob das passt? Ne, will er tatsächlich nicht hier hinstellen. Oh. Aha, hier aber. Sehr schön. Ich warte vielleicht noch, bis die Lokomotive durchs Bild ist. So. Zack. Jetzt mache ich noch was. Jetzt löse ich hier schon mal wieder überall die Bremsen. Dass wir die auch gleich gut nach vorne geschoben bekommen. Also zusammengeschoben kriegen. Ups. Komm, keine Zeit zu verlieren. Wir haben nämlich da vorne die Weiche nicht umgelegt. Na. Das sollten wir ja auch noch tun. Direkt zeitnah. Die darf so bleiben. Ist auch besser, wenn die so bleibt. Und rüber mit dir. Ach, da haben wir ja jede Menge Zeit noch. Hervorragend. Da können wir auch schon mal kräftig Holz nachlegen. Das werden wir gleich auf jeden Fall brauchen. Ich lege nur 3 nach. Bis zum Sägewerk ist ja gar nicht so weit. Und dann können wir schon wieder anhalten. Also doch ein bisschen sparsamer sein. Ein bisschen sparsam. Jo, können wir bremsen. So. Huch. Ach, da hat er sich Holz gegriffen. So, nur deren Bremse mal lösen. Und dann schieben wir hier doch mal ein paar Wagen zusammen. Würde ich sagen. Ah, besser ist das. Sicher, sicher. Oh ja, das wird auf jeden Fall großartig. Und dann sind wir unterwegs mit 26 Wagen. Dann haben wir 9 Rungenwagen, 8 Scheitholzwagen. Dann die Kabus und dann nochmal 8 normale Holzwagen. Bin ich mal gespannt, was so funktioniert. Ach komm, müsste doch jetzt. Klack. So. Mal gespannt, ob das auch alles gleich funktioniert. Von Anfang an. Oder ob uns wieder irgendwo einer der Strecke bleibt. So. Oh ja. Muss wieder zurück. Jetzt klappt das hier alles nicht. Und hier müssen natürlich auch wieder Haken rein. Das wird ein sehr, sehr großer gemischter Zug.
Ja, wir bräuchten noch eine Caboose. Was haben wir jetzt noch? 3075, das schreibe ich mir auch mal gerade auf. 3075. Oh, Dutz. Die Bremsen sind auch nicht an, ne? Nö, gut. Sehr gut. So, Leergewicht des Zuges sind wir jetzt bei 85,6. Wir wollen es ja auch ganz genau. Plus 36 sind wir jetzt bei 148,6 Tonnen. Also 150 Tonnen Leergewicht. Fix vorlaufen, Weiche nochmal umstellen. Hier das Chaos einfach nicht beachten. Lassen wir, wie es ist. Ach, die steht ja richtig. Ja klar, die habe ich ja auch nur zum Rausfahren gelegt. Ich hoffe, das passt hier nachher alles. Ach, was hoffe ich, dass das alles passt. Und bewegt sich gar nicht. Nee, nicht so richtig. Meine Fahnen hängen auch ganz schlapp runter. Oh wei. Ja, dann mal los. Ja, Bremse angezogen? Nee. Kommt auch alles mit? Das scheint so. Ich sehe zumindest, wie die Caboose mitkommt. Und das spricht dafür, dass der Rest auch noch mitkommt. Oh nee. Man kann immer noch durch die Wagen fallen. Ja, auf geht's, ihr lieben Leute. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja richtig mal gespannt. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall Höchstgeschwindigkeit. Das können wir so lassen. Wie erwähnt, wir müssen gleich beim Sägewerk, müssen wir so oder so das erste Mal anhalten, um da unsere Rungenwagen zu füllen. Ja, das ist wirklich ein sehr langer Zug geworden, oder? Ich würde sagen, das können wir so unterschreiben. Ja, 26 Wagen lang. Das ist jetzt, ja, na, nicht ganz Vollgas. Aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen Vollgas ist ja dann doch. Den da will ich doch drücken. Mensch, wieso vertippe ich mich denn heute immer so? Die schwersten Wagen direkt hinter der. Nee, nicht die schwersten, ne? Nee, ganz hinten. Die Holzwagen sind zumindest beladen. Die schwersten, würde ich behaupten. Oh, ich hoffe, ich kriege das nachher alles irgendwie alleine hin. Das ist ja doch nicht ganz einfach. Vor allem kriege ich das Ding überhaupt beladen, wenn ich hochfahren will zum Holzfällerlager? Oder muss ich sowieso erstmal geradeaus fahren? Ich muss, glaube ich, erstmal da hinten die Weiche umlegen, ne, zum geradeausfahren. Sonst bekomme ich das gar nicht hin. Was an sich ja auch nicht verwerflich ist, denn letztendlich, es gibt eigentlich nichts, was da hochfahren muss mit Brettern und Balken. Nehmen wir halt nur Balken mit, ne, wir nehmen auf jeden Fall auch Bretter mit, die geben nämlich noch mehr Geld. Da kann ich schon auf die Bremse drücken, beziehungsweise den Regler zudrehen. Er ist zu schnell zum Laufen. Ungünstig. So. So, ein bisschen runtergebremst. Ich fürchte Folgendes.
Das bewahrheitet sich auch. Die Weiche steht vor dem Ladebereich von den Brettern. Ach, herrje. Mal gerade gucken, da haben wir 100. Und hier haben wir auch 100. Ja, eventuell sollte ich nur Bretter mitnehmen. Das gibt auf jeden Fall mehr Geld. Wir schauen gleich, ob der die nachproduziert. Ich habe da auch was von gelesen, war mir aber unschlüssig. Denn die sollen jetzt nicht mehr voneinander abhängig sein, sondern die sollen einfach nachproduzieren, was fehlt. Wäre für uns natürlich jetzt ein Träumchen. Bedeutet halt, zum Geld verdienen braucht man oder kann man dann tatsächlich auch nur Bretter nehmen. Man müsste also keine Balken mitnehmen. Ist ja nicht schlecht, ne? Dann haben wir wieder pro Rungenwagen 6 und nicht bloß 3. Also das würde sich schon ganz gut lohnen für uns jetzt. In dem Fall. Mal gucken, ob ich den angehalten kriege. Ja, gar nicht schlecht. Und jo, tatsächlich, haben sie geändert. Der produziert jetzt nach, obwohl ich gar keine Balken mitnehme. Für uns umso besser. Das bedeutet natürlich, wir hauen das Ding jetzt hier mit Brettern voll. Denn davon gibt es ja mehr. Dann habe ich 6-mal Geld pro Wagen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das ist wirklich eine ganze Menge. Das heißt auf jeden Fall, spätestens wenn wir mal zu zweit unterwegs sind und einer pendelt vom Holzfällerlager zum Sägewerk und einer pendelt nur mit den Wagen, dass da ganz schön Geld bei rumkommt. Zumal wollte ich hier über die Strecke dann auch wieder zurückfahren. Zweite Wendeschleife sozusagen einbauen. Lohnt sich dann natürlich auch wiederum. Sind wir auch was schneller hier. Nur man merkt halt relativ fix, ganz alleine ja, kommt man nicht so richtig vorwärts, würde ich jetzt mal so sagen. Also man sollte schon wenigstens noch ein oder zwei Leute haben, die einen unterstützen. Und ansonsten, wie gesagt, klar, man kann mit gemischten Zügen, kann man überall natürlich ein bisschen was machen, klar. Nur um wirklich was zu schaffen oder um wirklich hier ein bisschen Züge in Bewegung zu kriegen, da würde ich ganz klar sagen, sollte man sich immer ein bisschen Unterstützung holen. Aber das haben wir ja, Gott sei Dank. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich denke, das wird auch so bleiben, hoffe ich zumindest. Wir haben ja doch schon so ein bisschen eine Stammkuh, sag ich mal, hier angehäuft. So, mal ein bisschen Gas geben. Jetzt würde ich hier wieder versuchen, über den Wagen zu bremsen. Das sollte doch machbar sein. Sollte auch ein bisschen besser schätzen, wie weit es noch ist. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Wir sind ja wieder in einer Kurve. Eine Kurve blockiert ja, wie wir bereits gelernt haben. So, in etwa. Ich versuche mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Kilo haben wir denn hier drauf? Können wir das gleich auch direkt rechnen? 8100. Das ist natürlich im Verhältnis zu den anderen recht wenig. Rechne ich trotzdem fix aus. 8100 mal 9 gehe ich jetzt davon aus. Also, wir bekommen nochmal 72.900 Tonnen dazu. Bei einem Gesamtgewicht von vorhin 258,4 Tonnen bedeutet das, dass wir gleich, wenn alles beladen ist, mit 331,3 Tonnen unterwegs sind. Ja, also für eine Waldbahn würde ich jetzt behaupten, ist das gar nicht mal so wenig. Ist auch allgemein nicht so wenig, würde ich jetzt so sagen. Es ist auf jeden Fall mehr wie mit der Schubkarre. Also deutlich mehr wie mit der Schubkarre. Obwohl mir das auch ein bisschen wenig vorkommt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass hier so ein Wagen 8000 Pfund wiegt, also sprich 4 Tonnen, halte ich für ein bisschen wenig. Wissen tue ich es nicht, aber ich halte es für etwas wenig, denn alleine, wie gesagt, die Drehgestelle
Das ist schon heftig. Ich vermute halt eher, dass auch da die Pfundangabe eher als Kilogramm zu sehen ist. Also ich kann es mir wie gesagt nicht vorstellen. Eine leere Donnerbüchse wiegt etwa 20 Tonnen. Eine leere Donnerbüchse. Klar, die hat Verkleidung etc. Aber wie gesagt, wenn ich mir hier nur diese Gestelle angucke, die müssen doch schon jeweils eine Tonne wiegen. Naja, wobei, ne? Dann die Gestelle jeweils eine Tonne. Oder zwei. Ja. Vielleicht. Hat mal vier, hier oben der Aufbau, vielleicht 2,5 Tonnen, drei. Na. Also ich bin mir unschlüssig, ich denke, es ist noch ein bisschen zu wenig. Aber ich weiß es nicht. Ich muss da passen. Oder ich habe jetzt mit dem gerechnet, was uns das Spiel gibt, was uns das Spiel sagt. Und ja. Ist ja halt jetzt natürlich auch einfach nur. Wie sagt man, nice to know. Ne? Das ist natürlich nicht verpflichtend, aber ich fand es doch mal interessant zu wissen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Dadurch, dass wir jetzt halt diese realistischen Gewichte haben, kann man ja dann auch mal damit ein bisschen rechnen. So für einen selbst. Und, ja, passt doch wieder ganz gut. Den mache ich dann doch mit Balken voll. Denn ich habe keine Lust, hier für einen Wagen durchzufahren. Von daher machen wir dich mit Balken voll. Und die sind sogar noch leichter. Guck mal da. 1400. Da kommen wir bestimmt nicht auf. Was hatten wir hier jetzt? 8000. 8000. Wow. Vorsichtig. Ding, 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 ding. Ich meine, guck mal, bis wohin unser Zug steht. Man sieht nicht mal mehr richtig die Kabus. Die steht da hinter den Bäumen versteckt. Das wird schon heftig. Das wird schon richtig heftig, damit gleich zu fahren. Aber ich freue mich. Oh, wir könnten auch noch mal Holz gleich reinschmeißen. Zwei Wagen haben wir ja noch. Mal gleich bei der Lok wieder Gas geben, bisschen Holz noch reinschmeißen. Dass wir gleich auch schön Feuer haben, wenn wir da berghoch fahren. Das ist wichtig. Brennt zwar noch, aber wir brauchen gleich richtig Feuer. Jo. Wieder alle guten Dinge sind drei, denn da oben bei der Rumparkerei interessiert uns das auch nicht. Ach, ich habe die eine Bremse noch angezogen, man merkt's. Aber immerhin, noch zieht sie gegen eine angezogene Bremse. So, jetzt ist die auch weg. Dürfte ja so noch ein bisschen. Oh, guck mal, passt sogar. Haben wir Glück gehabt. Hätte ja auch noch gefehlt, ne? Dass jetzt noch hier das Gleis zu kurz ist. Hätte mich auch nicht gewundert. Solche Sachen passieren ja immer, wenn man sie nicht gebrauchen kann. So, nun komm. Hier so. Ja, ne? In etwa würde ich sagen, da kann man aufdrehen. Na komm, stücken kannst du noch. Na gut, es landet da, wo es soll. Bei dem auch. Also, was soll's? Wenn es da landet, wo es hin soll, dann ist doch alles gut. So. Und noch ein Päckchen haben wir das auch. Sehr schön. Da freue ich mich. Boah. Gut. Als nächstes also diese Strecke fertig bauen. Ach, Bremse. Sehr gut. Bremse lösen nicht vergessen. Sonst frage ich mich gleich, warum ich im Berg nicht hochkomme.
Ja, und dann vorsichtig zurück. Komm. Na komm, habe ich noch eine Bremse vergessen? Nö. Ah, ich weiß, weil Zylinderhände nicht auf sind. Bestimmt. Ah, Steuerung auch nicht auf 100%. Das sollte man immer haben. Also, wenn man sie nicht ganz auf 100% stellt, so sagt man, dann kann man sich im Prinzip den Dampf sparen. Nein, ich drück's anders aus. In der Realität, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, setzt man die Steuerung nicht auf 100%. Denn umso mehr die Steuerung ausgelöst ist, also umso höher die Steuerung eingestellt ist, umso mehr füllen sich eure Zylinder. Wenn ihr einfach nur am Geradeausrollen seid oder ihr habt keine Steigung oder sonstiges, dann braucht ihr das nicht. Also macht man die Steuerung nicht ganz auf und kann dadurch eine ganze Menge Dampf sparen, wenn man eben die Zylinder gar nicht voll fluten muss. Also man nutzt nicht das ganze Volumen aus. Hat aber natürlich trotzdem immer noch Dampf in den Kolben und erhält trotzdem also auch weiterhin die Bewegung, die man haben möchte. So. Wenn ich natürlich hier einen vollen Zug habe und ich will anfahren, ja, dann brauche ich sozusagen volles Drehmoment. Also ich brauche die ganze Kraft, die die Lokomotive mir zu bieten hat. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass ich die Steuerung voll aufdrehe, damit eben auch die Zylinder komplett mit allem, was ich an Dampf zur Verfügung habe, geflutet werden können. Das erreichen wir eben durch die Steuerung. So, jetzt aber andersrum. Vollen Dampfdruck, sehr gut. Und dann mal los. Steuerung auf 100%. Weiche haben wir umgestellt. Haben wir. So, dann komm. Komm, kleine Michaela. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Bremse an. Ja, oder die Wagen haben halt wirklich so viel Rollwiderstand. Ich will halt auch nicht mit zu viel Kraft anfahren, denn ich mache mir, wie erwähnt, halt die ganze Zeit Gedanken, was passiert mit diesen ganzen Wagen. Aber wir müssen hier mit fast Vollgas hoch. Punkt A brauchen wir ein bisschen Geschwindigkeit, aber ich sehe bis da hinten, dass es sich bewegt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da ist unsere Caboose irgendwo. Dahinter kommen die normalen Holzwagen. Genauso soll das auch sein. Gut, wir reißen voll auf. Komm, kleine Michaela. 2,25%. Aber nur kurz. Das kannst du schaffen. Du kannst das schaffen. Ich weiß, dass du das nicht gut findest. Da habe ich auch vollstes Verständnis für. Aber du kannst es schaffen. Da bin ich mir fast sicher. Jawohl. Komm. Komm schon. Komm schon. Na los. Wenn du oben bist, dann geht es auch nur noch bergab. Jawohl, wir schaffen das. Wir schaffen das. Na? Ja, komm schon. Komm schon. Aber wir werden nicht langsamer. Wir werden wieder schneller. Ah, vielleicht auch nicht. Ich kann auch nicht weiter rauszoomen, ne? Aber noch eine Zoom-Stufe, so richtig so. Das wär's. Das wär's einfach. Boah. Aber wei. Also es gefällt ihr nicht. Ich würde behaupten, man hört es. Das reicht, bis wir oben sind.
Also ich glaube, richtig lang ist der Zug erst wirklich, wenn wir hier hochfahren oder wenn wir da hinten runterfahren und sehen hier noch unsere Wagen. Das sind jetzt 26 Wagen, Zaraizani. 26. Das ist schon eine ganze Menge. Also sofern noch alle mitkommen, aber es sieht ganz gut aus von dem, was ich erblicken kann. Da oben rechts in der Ecke sehe ich immer noch rot. Das dürften so unsere Flachwagen sein für die Holzstämme. Ne, unsere Kabus sehen wir Gott sei Dank sehr deutlich. Das finde ich auch ganz gut. Also die Kabus ist Wagen Nummer 18. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wenn man halt der Host ist, ne? Man darf jetzt eins nicht vergessen. Wenn man jetzt zu Besuch ist, also als Klient, dann sieht man maximal so 9 bis 10 Wagen. Der Treddy hat es ja beim letzten Mal ausprobiert. Er sagte also, so etwa 10 Wagen kann er sehen. Ja, also maximal vom Prinzip her 9 und eine Caboose hinten dran. Wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind oder mehrere Lokomotiven haben, werden wir auch definitiv wieder zu kürzeren Zügen zurückkehren. Das ist ja, man sieht ja gar nichts mehr von seinem Zug. Und das Beladen, ne? Ach, dieses Beladen. Naja. Also ein Viertel vom Ziel. Nee, Zaraizani, ist schon ganz gut so. Könnte es natürlich auch Spaß. Ja, schauen wir mal. Obwohl, ich habe ja diesen Geburtstagszug vom Dark. Ich weiß gar nicht, wie viele Wagen der hatte. Müsste man vielleicht mal nachzählen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was hier in der Kurve passiert. Obwohl, da darf eigentlich nichts passieren, ne? Wir sind ja gerade schon mit Vollgas die Kurven nach oben gefahren. Ja, guck, da drüben könnt ihr also jetzt die Flachwagen erkennen. Hammer. Es macht schon Freude, einen langen Zug zu fahren, so ist es nicht. Es macht schon ein bisschen Freude. Muss ich ja dann doch ehrlich zugeben. Guck mal da hinter der Kabus. Siehst du das? Da kommen immer noch Wagen um die Kurve und wir fahren schon in die nächste Kurve rein. Hammer. Ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, Dampf kann ich wieder mal hier ausstellen. Wir fahren ja jetzt nur noch bergab. Mein größeres Problem ist, ich muss das Ding jetzt irgendwie bremsen. Ich werde wohl ja einen der vollen Wagen nehmen. Würde ich behaupten, das ist das Beste. Verdammt, verdammt. Ah, so, besser. Das ist wohl das Beste, was ich machen kann. Ich wollte eigentlich hier auch mal auf die Bremse kurz gucken. Mann, hör auf damit. Oh, vor allem muss ich die jetzt auf jeden Fall langsamer bremsen. Ja, doch, funktioniert schon ganz gut. Zwei Bremsen angezogen, schon werden wir langsamer. Gar nicht schlecht. Welche zwei hatte ich denn angezogen? Die hier. So. Vielleicht mal noch ein bisschen drinnen lassen. Na, noch ein bisschen. Komm, du sollst langsamer werden. Und der Zug so, ich will aber gar nicht langsamer werden. Hab ich gar keine Lust drauf. Okay. So, ich nehme mal den hier. Der ist zwar noch etwas leichter. Der Wagen ist mir auch bewusst. Mit bisschen Glück reicht das ja, um die Kollegen jetzt hier zum Stillstand zu bewegen. Doch nicht? Mann, na komm, jetzt habe ich aber doch. Aha, gut. Nee, immer noch nicht? Wow, ey, jetzt hör aber auf. Ah, jetzt. Wow. Hui. Also drei Wagenbremsen habe ich jetzt angezogen. Und ein Wagen davon war sogar beladen.
Ja gut, wo steht die Lok? Da drüben irgendwo. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob die Wagen trotzdem in der Lage sind, den ganzen Zug weiterzudrücken. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und was ich noch mache, ist, ich speichere. Auch eine hervorragende Idee, oder? Ich speichere hier. So. Jetzt würde ich sogar schon hingehen. Würde diese Bremse hier wieder lösen. Wir haben ja die hier noch angezogen und diese hier hatten wir auch angezogen. Und da die beiden Wagen jetzt auch beladen werden, bringt das vermutlich auch deutlich mehr wie hier der. Was haben wir hier drauf? 4200 Kilo. Ja, das ist natürlich wirklich nicht viel. Wenn man dann hier die 9600 gleich sieht, das ist ein bisschen eine andere Liga. Mal schauen, vielleicht können wir diese hier sogar auch schon lösen. Und der Zug hält, das würde mich jetzt einfach interessieren, ob das funktioniert. Also, dass der Zug stehen bleibt. Scheint ganz gut zu funktionieren, sehr schön. Na, einen noch. Einen bekommst du noch. So. Beide noch einen, ne? Ne, der hier sogar noch zwei. Jo. Und ja, scheint zu funktionieren. Schon mal aufdrehen. Und haltet ihr den Zug an? Jo, ein voller Wagen schafft es. Schafft das hier an der Beladestelle, den Zug zu halten. Sehr gut. Also ich bin wirklich gespannt. 3075, ob wir das ganze Geld gleich wieder reinkriegen? Vermutlich nicht, ne? Obwohl die Holzbalken müssten ja sogar was mehr bringen, ne? Bringen die nicht 12 Dollar? Ich glaube, die bringen 12 Dollar beim Warendepot. Dann haben wir natürlich schon mal eine ganze Menge mehr, wenn wir davon nochmal 8 Wagen haben. Mit 6 wohlbemerkt. Also 640 schon mal mindestens noch oben drauf. Müssten wir fast 2000 bekommen von diesem Zug, ne? Fast. 1800? 1800 etwa. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, 1900. Nicht ganz 2000 auf jeden Fall. Wäre aber nicht schlecht. Wie gesagt, jetzt haben wir 3075. Wir haben aber jetzt noch die 8 Rungenwagen. Wenn wir davon jetzt wieder. Also, wenn wir nochmal 1300 verdienen, dann können wir uns auf jeden Fall noch eine Mogul oder sowas leisten. Würde ich tatsächlich dann auch als nächstes ins Auge fassen. So eine Mogul. Ich weiß, Fabi wünscht sich eine Heißler. Schauen wir mal. Also Heißler ist auch eine unheimlich schöne Lok, finde ich. Alleine, dass die schon eine Lichtmaschine und sowas drin hat, finde ich richtig genial. Aber Heißler ist halt auch wirklich, wirklich teuer. Also so richtig teuer. So. Und das war's schon wieder, ne? Jo. Dann Bremse los. Und der Zug rollt. Gib ihm eine Porter. Nee. Nee, nee. Der hat schon bei den letzten Spielständen immer geholfen. Das ist schon in Ordnung, genau wie der Treddy. Der hat auch bei den letzten Malen immer mitgeholfen. Wenn der sagt, ich wünsche mir wieder eine Mogul, dann soll der auch seine Mogul kriegen. Beim letzten Mal hat er gesagt, er überlegt mit der Climax. Ja, wenn er das möchte, soll er sich auch eine Climax nehmen. Finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Ist halt dann natürlich sehr lahm, aber naja, ist halt. Warum nicht? Also ich habe da ja vollstes Verständnis für, ne? Mir haben auch immer alle von der Eureka abgeraten. Mit die beste Lok, meiner Meinung nach. Aber ich mag sie halt auch. Deswegen, wenn der Treddy sagt, ich will eine Climax, ob die langsam ist oder nicht, dann kriegt der die auch. Ah, ein Stückchen noch. So. Kleines Stückchen noch.
Schön, dass das alles so klappt. Auch mit der Strecke gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, nicht die sinnigste Streckenführung, aber nicht schlimm. Dann eine Draisine. Wenn ihr dafür 100 Wagen zieht, damit passt das doch. Ach, Sarazani, du mit deinen 100 Wagen. Nein, er wird keine 100 Wagen ziehen. Da sind wir wieder bei dem Problem, als Klient siehst du die ja gar nicht. Könnte ihm maximal 18 Wagen hinten dran hängen und dann brauchst du schon eine zweite Person, die ganz hinten in der Draisine sitzt, damit man nur den ganzen Zug überwachen kann. Denn er sieht ja dann als Lokführer maximal 9 und der Kollege in der Draisine kann dann auch nur so 8 bis 9 Wagen sehen. Na gut, sagen wir insgesamt 20. Könnte dann 19 Wagen haben. Aber es macht halt auch wieder keinen Sinn. Naja, oder? So ein Holzzug, ne? Für die Eisenerzmine. Wo die Hopper sollen ja richtig schwer sein, ne? Mit den Erzen drin und sowas. Ziehen, nicht angucken. Oh. Ja, gut, recht hast du. Ziehen, nicht angucken, genau. Was soll er die Wagen denn angucken? Ne, er soll die ja ziehen. Stimmt. Ah, jetzt hat der Kran hier nicht ausgelöst. Na komm. Diding, ding, 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 ding. Ich glaube, ich lerne auch Banjo spielen. Heißt das Banjo? Das heißt Banjo, ne? Ding, ding. So, da gehen wir schon auf Spannung. Zack. Und oh, ne? Flip, flip. Sehr schön. Mann, das läuft ja richtig mit den Wagenbremsen. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Bisschen Sorgen mache ich mir um da drüben. Dadurch, dass der Zug jetzt auf jeden Fall noch länger ist, wird der garantiert schon da auf dem Gefälle sein, während ich die Holzwagen belade. So, jetzt aber. Noch ein bisschen. Ich habe keine Lust zu beladen. Ich will fahren. Fahren will ich und ins Bett. Ich bin müde. Möchte auch gern ins Bett. Ich hoffe nur, morgen wird nicht so schlimm. Oh, ich sag ja, ich hatte heute einen Montag. Eieiei. Also wirklich wieder im Buche stand. So, los. Letzten. Jawohl. So, Bremse lösen. Und auf zur Lokomotive. Hui, steht das Ding einfach schon hier hinten. Ah, komm, mal ein bisschen. Oh, ein bisschen ernst. Ja, wie viel Temperatur hatten wir? Das ist nicht so viel. Nicht 100%, wir haben 100%, aber wir sind wieder in der Kurve. Also ich glaube auch nicht, dass ich den Zug irgendwie hier drauf kriege, so im Ganzen, ne? Dafür habe ich noch zu viele Bäume hier stehen.
Jo, dafür habe ich viel zu viele Bäume hier stehen. Man sieht also einfach nur, wie sich, wie gesagt, hier so ein bisschen, ja, dieser Lindwurm durchs Bild zieht. Beziehungsweise aus dem Wald rauskommt. Ist natürlich auch eine coole Sache. Wenn man halt einfach überlegt, wie riesig dieses Ding jetzt geworden ist. Ah doch, da drüben. Da sieht man noch ein paar Flachwagen, da durch die Bäume, da ganz unten. Da kommt unsere Caboose langsam um die Ecke. Ja, das wird doch auf jeden Fall schönes Geld geben. Das ist, wie gesagt, das Beladen ist ein bisschen nervig. Gebe ich zu, immer noch. Aber der Rest ist doch an sich. Aber macht doch Freude. Ist ein bisschen eine Herausforderung natürlich auch, mit so einem Zug durch die Gegend zu fahren. Aber ja, warum nicht, ne? Warum nicht, sage ich mal. Boah. Ich freue mich aufs Bremsen im Tal. Wird nicht gebremst, Sarazani. Wird einfach nicht gebremst. Fertig. Hier müssen wir mal gleich gucken, wie wir hier gebremst bekommen. Da mache ich mir am meisten Sorgen drum. Spielverderber. Mal gucken, ob die Tenderbremse hier irgendwas noch ausrichtet. Vermutlich nicht. Ne, also ich werde Folgendes machen. Ich gehe zur Caboose. Ich werde in der Caboose bremsen mit einem Wagen dabei. Da habe ich dann vermutlich auch die beste Übersicht, wann die Holzwagen dran sind. Die sind zwar leer, aber ich vermute, sie haben immer noch mehr Bremswirkung wie nichts. Machen wir mal direkt ein paar an, oder? Ja. Ich möchte ja erstmal nur langsamer werden. Das wäre ja schon ganz schön. Funktioniert doch auch gut. Lassen wir dich wieder los. Mache ich dich auch wieder los. Dich auch. Und jetzt wundere ich mich. Doch, tatsächlich, die schafft es auch noch zu bremsen. Dann mache ich dich auch wieder los. Und jetzt geht das hier auch wieder auf Spannung. Hier dieser wunderschöne Haken. Jetzt müssen wir natürlich dann relativ fix aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Ich lösche noch gerade hier oben die Lampe. Einfach weil, ja, mach ich aus. Petroleum können wir uns sparen. Petroleumlampe bestimmt. Oh, wir haben da doch ein bisschen Holz haben wir noch. Die habe ich jetzt an, die habe ich jetzt aus, ne? Ja, wir sind hier drüben und unsere Lok und unser restlicher Zug ist irgendwo da. Also, mach das jetzt mit Absicht gerade relativ lahm, ne? Bitte verzeiht mir das. Aber da drüben wird die Lokomotive mit vollen Wagen schon in Richtung, wie sagt man, Tal unterwegs sein, also in Richtung bergab. Und da habe ich einfach ein bisschen Sorgen, dass die gleich mehr bergab ziehen, als ich hier noch bremsen kann. Wäre natürlich nicht ganz so schön. Denn ich möchte irgendwie ja noch die Wagen hier beladen. Und auf der Brücke dann bremsen und rückwärts fahren ist nicht unbedingt das Schönste, behaupte ich. Wie gesagt, hier die Caboose hat 100%. Also obwohl die Bremse hier auf 100% ist, man wird nicht unbedingt langsamer. So, die Wagen hier laufen aber auch ein bisschen auf. Sieht man ja hier, Kupplung ist zusammengedrückt.
Versuche ich die schon mal mit voll aufzudrehen. Bewirkt leider noch nicht ganz so viel. Drehen wir die auch wieder mit voll auf. Ich drehe jetzt einfach mal alle voll auf. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Gut. Wir stehen. Sind wir schon übers Ziel hinaus? Jo, sind wir. Na klasse. Oder? Komme ich den hier noch beladen? Ich fürchte fast nicht. Ah. Das ist das Schlechteste, was passieren konnte. Jetzt muss ich also einmal komplett zur Lok laufen. Und dann kommt natürlich auch etwas sehr Schlechtes. Wir müssen jetzt nicht nur die Wagen hier hochdrücken, sondern wir müssen dann auch gegen die Bremse drücken. Ja gut, die steht halt wirklich schon weit im Gefälle. Und wie sollte es anders sein? Wir hatten ja keinen Betriebsdruck mehr. Ich hab ja damit gerechnet, dass das einfach mal funktioniert. So, 100. Langsam. Erstmal hier ein bisschen. So, Kupplungen zusammendrücken. Macht sie aber. Ich hoffe jetzt, wir haben nicht nur Kupplungen zusammengeschoben, sondern haben auch wirklich da drüben was bewegt. Ich fürchte aber irgendwie nicht. Ich habe eher das Gefühl, wir haben einfach nur Kupplungen zusammengeschoben. Ist das anstrengend. Das sieht nicht so viel besser aus. Nee. Ah. Nee. Wir gucken mal. Ich versuche jetzt, ob ich den hier beladen kriege. Wie gesagt, nach unten rollt das Ding. Ja, da sagst du was. Belastend. Da sagst du was, Zaraitani. Geh da drauf. Sehr schön. Du könntest den hier beladen, wenn du willst. Ist mir aber egal. Wichtig ist, dass der da beladen wird. Das ist gerade an sich das Wichtigste. Wenn der beladen wird, ist soweit eigentlich alles gut. Weil, wie gesagt, den kriegen wir ja beladen. Müssen wir nur ein bisschen rollen lassen. Das ist schon irgendwie alles in Ordnung. Wenn wir den nicht beladen kriegen, dann müssen wir zurückdrücken. Das will ich nicht. Los, den da. Den da. Ja, sehr gut. Er beladet halt den. Ist für mich auch in Ordnung. Sehr schön. Das hat doch noch mal funktioniert. So, ziehen wir dich wieder voll an. Von euch ist nichts mehr angezogen. Ich will es gleich noch mal kontrollieren. Ne, ich kontrolliere es jetzt. Wenn das Ding gleich wirklich einmal am Rollen ist, dann werde ich nicht mehr zwischen den Wagen herspringen. Da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Also kontrollieren wir das besser alles jetzt. Stellen die Steuerung schon mal um. So, das wäre nach vorne. Du bist auf 0. Bremse aus. Bremse aus. Bremse aus. So viele Bremsen in einem Zug, das sollte man sich nicht antun. Da auf YouTube jemand was Schönes geschrieben. Wenn du einfach ein, zwei Bremsen auf so und so viel Prozent machst, dann hast du auch keine Probleme mehr. Das war aber eine recht alte Folge. Da habe ich dann so gedacht, oh je, die armen Leute, die gucken sich jetzt noch die alten Folgen an und wissen ja noch gar nicht, was wir hier wieder verunstaltet haben. Aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen schön. Freue mich, wenn die Leute so ein bisschen mitdenken, Tipps und Tricks. Das ist immer eine gute Sache. Eine gute Sache. So, die lassen wir angezogen bei der Caboose. Dich löse ich. Passiert schon was? Nein, dann löse ich dich auch. Ich traue mich sogar, dich zu lösen. Geht noch nicht voran. Auch interessant. Dann lösen wir dich auch noch.
Sogar dich hatte ich angezogen. Ich glaube, das war's jetzt. Dich hatte ich auch noch angezogen. Oh wei. Die hatte ich auch noch angezogen. Bestimmt schon zu weit gerollt. Los, direkt wieder an, direkt wieder an. Los, 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 los. Ihr müsst jetzt anhalten hier. Komm, das funktioniert. Sehr gut. Sehr gut. Jo. Das hat noch nicht funktioniert. Okay, da muss ich dich wieder lösen. Dich lösen wir auch. Wobei du wirst mit die meiste Bremskraft haben. Voll beladen. Das sollte wohl ganz gut passen. Ach ja, die Caboose habe ich ja auch noch auf 100%. Die lasse ich auch da. So, wieder auf 100. Wieder auf 100, damit wir auch hier zeitnah zum Stehen kommen. Jo, passt. Kann ja nicht nur Leute, die nur blöd im Chat schreiben, da sagst du was da rein, Sani. Das wäre ja also, wenn hier nur Leute hätten, die komische Quali, die komische Kommentare im Chat loslassen würden. Nee, das wäre ja, das wäre richtig komisch. Das wäre ja wirklich, wirklich komisch. So, dann haben wir schon mal drei. Na, wir kommen dem Ende entgegen. Wir kommen dem Ende entgegen. Drei haben wir schon mal, fünf fehlen. Wir haben wieder gelernt, wie man hier richtig bremst. Ich würde jetzt die Caboose runterdrehen. Ja, ich drehe jetzt die Caboose auf 0. Ich drehe jetzt dich auf 0. Wir rollen noch nicht. Wir rollen noch nicht. Drehe ich dich auch auf 0, rollen wir. Jo, wir rollen. Und wir werden ganz gut schneller. Komm, schmeiß mal ein paar Stämme drauf hier, dass die ein bisschen Bremsgewicht kriegen. Los. Zack, zack, sehr schön. Ja, nur mal eben drei Bremsen anschmeißen, dann hält das Ganze doch schon. Boah. Schlimm ist, es geht ja immer mehr Zug da aufs Gefälle. Es wird ja immer schwerer vom Prinzip her. Es wird ja immer schwerer. Wenn wir gleich von hier hinten bis zur Lok gelaufen sind, sind wir schon fast unten am Sägewerk. Ich bin mir fast sicher. Dann sind wir doch schon fast am Sägewerk. Wird man wohl die Strecke neu bauen müssen? Warum das denn? Warum soll ich die Strecke neu bauen? Nö, Zarazani, mach ich nicht. Ich mag meine aktuellen Strecken, finde die gut. Sah dich schon mal aus. Dass die später ins Gefälle geht. Nein, 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 das ist schon in Ordnung so. Na guck mal, Bremse 100%, trotzdem fängt es an zu rollen. Ah komm, ein bisschen zügiger darf es doch sein. Wieder 100. Präventiv diesmal vielleicht ein bisschen früher anziehen wie sonst. Auf geht's, Jungs. Los. Schnell Stämme da drauf. Oh oh. Ne? Komm, ich kann nicht mehr zurückdrücken. Das funktioniert jetzt nicht. Sehr gut. Hat aber geklappt. Hat geklappt. Sehr schön. Ja, sind die kleinen Dinge, über die man sich freuen kann, ne? Wenn zum Beispiel bei einem Computerspiel die Bremse zum richtigen Zeitpunkt angezogen wird. Das ist doch auch schön. Hast du bei den letzten zwei Malen auch gesagt. Das stimmt.
Aber jetzt haben wir direkt mit schönen großen Radien und sowas angefangen. Und abgesehen von diesem ganz kleinen Wechsel im Bahnhofsbereich, der noch nicht so funktioniert, wie ich das möchte, ist das hier doch schon wirklich, also das ist doch nochmal eine ganz andere Liga. Ich würde sagen, wir haben das Ganze wirklich nochmal auf ein neues Level gehoben. Durch diese Radien und sowas, doch, würde ich behaupten. Auch da bei dem Sägewerk mit dieser Riesenkurve, die hat zwar leider dann 17 Grad, aber immerhin. Ich würde behaupten, das ist nochmal ein neues Level geworden. Wenn wir das alles hinkriegen, bei der Eisenerzmine und so, doch, dann wird das richtig heftig. Also wirklich gut, meine ich. Richtig, richtig gut wird das dann. Dann wird das richtig, richtig gut. Und bewegen wir uns schon? Nee. Dann lösen wir diese Bremse doch auch noch. Auch wir haben ja nur noch in Anführungszeichen einen. Mann, jetzt habe ich aber. Der Bahnhof beim Eisenerz für 26 Wagen wird interessant. Ach, Zarezani. Also, ich habe zwei Ideen fürs Eisenerz. Entweder wir fahren direkt von dem Tal aus an der Felswand dahin. Oder wir bauen wieder eine riesengroße Wendeschleife. Wie gesagt, die andere Idee wäre halt, man fährt hier durch und fährt hier rum. Das haben auch einige Leute gemacht sogar. Die sind auch hier lang gefahren. Das geht wohl auch. Das kann man machen. Und dann kommt man hier raus und kann hier wieder zurückfahren. Oder wir fahren halt, wie gesagt, nach hier und versuchen hier oben wieder eine riesengroße Wendeschleife zu bauen. Bin mir noch etwas unschlüssig. Weiß noch nicht genau. Ich fände beides irgendwie cool. Aber da müssten wir bei dem Hinweg halt eine Weiche hinsetzen, wo ich eigentlich keine Weiche haben will. Ich hätte lieber, wie gesagt, zur Eisenerzmine so eine Art Pendelbetrieb. Das fände ich ganz gut. So, voll. Gut, dann. Bremse los. Bremse los. Bremse los. Ja, die sind los. Und dann laufen wir mal zu unserer Lokomotive. Das kann ja amüsant werden. An der Caboose habe ich auch alles gelöst. Jo. Na komm, lass mich darauf. Hey, lässt du mich wohl darauf? Lass mich jetzt darauf. Hallo. Das gibt's doch nicht. Lässt er mich ausgerechnet auf das Scheitholz nicht drauf? So, geht doch. Brusio-Style? Nee. Finde ich zwar eine schöne Idee und sieht natürlich auch wieder sehr, sehr gut aus, aber nee. So, da sind wir doch. Was wir auf jeden Fall direkt mal machen können. Ach, Herr Jemine, ganz kalt hier. Ah, drei Stück sollten aber reichen bis nach Hause. Jo. Ja, es tut mir leid, dass man nicht so viel sieht. Also, wir sind bei 331,3 Tonnen Gesamtzug und wir haben jetzt 26 Wagen hier hinten dran. Die sieht man leider nicht, weil die halt noch irgendwo da hinten hinter den Bäumen sind. Da kommt zumindest unsere Caboose. Also Caboose ist Wagen Nummer 18 und da hinten dran hängen nochmal 8 Holzwagen. Vielleicht so. So, war die ganze Zeit irgendwie mal eine Position zu finden für einen schönen Screenshot, aber das, na, so könnte. Schnell noch einen, da war der Baum nicht im Weg. Eventuell
Hat das geklappt? Wir werden es gleich sehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Geld. Ich habe mir eine Notiz gemacht, wie viel wir jetzt gerade haben. 3075, das steht auch auf meinem Zettelchen. Da bin ich mal gespannt, wie viel wir haben, wenn wir diesen Zug hier ausgeladen haben. Ich lasse jetzt gerade im Übrigen nur rollen. Ich erhoffe mir einfach davon, dass ich dadurch keine, ja, falschen Manöver praktisch riskiere beim Bremsen oder sonstiges. Sondern, dass wir hier gemütlich, wie gesagt, unsere 1% runterrollen. Ich muss sagen, ich bin etwas verwundert, dass wir nicht schneller werden. Also ich würde sagen, Vollgas ist das noch nicht für die Euregner. Aber habe ich das Speichern verpasst? Na klasse. Ich mach's einfach mittendrin. Du hast ja recht. Zack. So, ich hoffe, wie gesagt, geht einfach alles gut. Da müssen wir den Speicherpunkt nicht laden. Boah. So, dann würde ich sagen, jetzt fangen wir an, ein bisschen anzuziehen. In der Kurve ist das eigentlich immer schlecht, wenn Wagen drücken. Ach komm, ich versuche direkt mit 75%. Wird hier doch langsamer. Werden wir in den Kurven immer. Ist aber jetzt vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier ein bisschen bremsen, ohne dass wir halt die Bremse benötigen. Also das ist, ja, man kann auch mal das Positive sehen, ne? Auch wenn man vielleicht langsamer wird in den Kurven, dafür brauchen wir hier nicht so viel aktiv zu bremsen. Das ist ja auch schön. Aber dadurch das Gebüsch sehen wir wieder unsere Holzwagen. Da sind sie. Sie sind also jetzt gerade noch beim Sägewerk. Da seht ihr sie. Oh, unser Dampfdruck lässt nach. Na gut. Ich reiß mal voll auf. Mal gucken, wann es weitergeht. Ja, langsam dürfte gleich was passieren. Die Frage, ob der dagegen ankommt. Ja, er geht. Er geht nach oben. Jawohl, sehr gut. Danke für die Erinnerung, Zaraizani. Also auf jeden Fall schafft sie es. Eureka, 26 Wagen, ja, möglich. Vielleicht nicht unbedingt beladen bergauf. Wobei wir das ja vom Prinzip her auch ausprobieren könnten, wenn wir jetzt einfach weiter geradeaus fahren. Also wir könnten jetzt bei uns am Bahnhof die große Wendeschleife benutzen und dann versuchen wieder hochzufahren mit dem Zug. Habe ich aber, um ehrlich zu sein, keine Lust mehr drauf heute. Vielleicht probieren wir das ein andermal aus. Es wäre ja doch mal interessant zu wissen, was man so 2,2% oder 2,5% hochschleppen kann. Wobei uns das eigentlich egal ist. Also ich denke, auf lange Sicht, wie gesagt, sind wir mit den 8 bis 9 Wagen immer am besten gefahren. Da hatten wir doch bis jetzt, würde ich behaupten, die besten Erfolge mit. Mit diesem Konstrukt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen maximal 8 Wagen, 9 machen wir dann bei hier Balken und Bauholz für die Eisenerzmiede, damit da auch immer gleichmäßig Zeug ankommt. Und mit der Caboose sind wir dann halt bei maximal 10 Wagen, wobei das auch schon ein relativ langer Zug ist. Und ich würde auch behaupten, das ist in Ordnung. Dann machen wir lieber ein paar mehr Züge und dafür kürzere. Das hat sich beim letzten Mal, würde ich doch behaupten, ganz gut bewährt. Boah. Herrlich. Tolles Teil, immer noch. Und wie wir sehen, auch ganz schön kräftig, ne? Also brauchen wir jetzt nicht mehr drüber streiten. Die ist ganz schön kräftig. Guck, bis da hinten gehen unsere Wagen. So, das müssen wir dann später alles wieder rückgängig machen. Kriege ich aber auch hin. Ja, jetzt müssten wir ja vom Prinzip her doch nochmal ganz gut runterbremsen, damit wir also hier auch ausladen können. Und dafür traue ich mich jetzt, die Lok auf 100% zu setzen. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut geklappt hat, scheinbar nicht. Vielleicht noch mit dem Tender hinterher. Habe nicht so das Gefühl, dass wir viel langsamer werden, oder? Ja gut, ist eigentlich auch egal, ich muss raus, ausladen.
Gucken, wenn wir Glück haben, passt die Geschwindigkeit und dann ist okay, dann soll sie halt so weiterfahren. So, 3075, ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Aber würde ich behaupten, wir schaffen das. Bremsen habe ich wieder gelöst. Kann auch jetzt so weiterrollen. Und das gibt aber hier 12, ne? Nee. Gibt das auch 10? Ja, das scheinbar in 10er-Paketen. Aua. Ach Quatsch, ich guck falsch. Ich guck ja bei XP. Ich habe ja gar nicht beim Geld geguckt. Ach, Mann. Das auf jeden Fall in selbst muss irgendwas, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Sonst hätten wir ja da jetzt nicht die 3 am Ende stehen. Das würde ja sonst nicht funktionieren. Und das sieht doch so aus, als könnten wir uns eine neue Lok leisten. Hervorragend. Aua. Tja, guck mal. Fast als wäre nie etwas gewesen. Tüt, 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 tüt. Sehr schön. Jawohl. So, spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Gut. Sehr gut sogar. Ja, wir sehen uns dann gleich, ne? Kommst du rüber? Finde ich gut, ich freue mich. Da gingen sie hin, genau. Versuchen wir das hier mal nach Augenmaß. Kann eigentlich nur schief gehen, oder? Na, so. So. Würde ich fast sagen. Boah. Ich hätte ja auch hier einfach was dran bauen können, ne? Dann hätte man es ja gesehen. Fährt sie noch? Ich hoffe doch, die sollte schon ein bisschen fahren. Ja, rollt noch. Du, das sieht ja fast gut aus. Fast. Fast, aber das könnte ich eventuell schon so lassen. Na, ich versuch's nochmal. Jetzt habe ich ja noch nähere Punkte hier. Muss leider ein bisschen die Kamera hochpacken. Das Ding ein bisschen von mir weggeht. So, glaube ich, passt es, oder? Versuche es mal. Ja, ich lasse das so. Das jetzt so lassen. Das wird vermutlich nicht ganz hundertprozentig sein, wobei das ist, also ich finde schon richtig gut. Schon richtig, richtig gut ausgerichtet. Da kommt sogar meine Eureka wieder. Guck mal hier. Spitzenmäßig. So.
Ihr lieben Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir haben 4, 8, 4, 3, weniger 30, 75, 1768 Dollar mit dieser einen Fahrt eingenommen. Das würde ich sagen, ist gar nicht wenig. Ich wünsche euch an dieser Stelle dennoch eine wunderbare, gute und erholsame Nacht. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss. Kurz speichern. Nicht vergessen. Cobra, vielen lieben Dank für den Follow. Speicherplatz 1. So, bis demnächst.